Haus für einen Engel, der in den drei Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam eine mitunter wichtige Rolle spielt, ist der Engel oder Erzengel Michael. Nach ihm benannt ist die Michaeliskirche in Zeitz. Erstmalig erwähnt wurde die Kirche 1154. Trotz, dass sie nach einem Schutzheiligen benannt wurde, bedarf es den Schutz durch örtliche Restauratoren. Am 29. November wurde dieser Schutz durch das Land Sachsen-Anhalt unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass heute Staatssekretär Schellenberger vom Kultusministerium uns einen Fördermittelbescheid überreicht für die Michaeliskirche in Zeitz. Es sind 180.000 Euro. Mit diesem Fördermittelzusagen können wir die Restaurierung der Michaeliskirche im Inneren zu Ende führen. Da werden im Inneren vor allem die Fußbodenarbeiten, der ganze Fußboden muss general saniert oder ersetzt werden, sodass sie wie geplant im Frühjahr 2017 eingeweiht werden kann. Die Außenhautsanierung, die Fassaden sind auf der Südseite, auf der West- und jetzt auch auf der Nordseite fortgeführt. Es fehlt jetzt noch die Westseite und das Dach ist komplett instand gesetzt und die Innenraumfarbgestaltung ist auch schon fast vollendet. Sie ist die älteste Hachkirche der Stadt, 1154 erstmals erwähnt, die wichtigste Kirche für die Bürger der Stadt. Und unser Ziel ist es, diese Kirche wieder zu einem Zentrum der Stadt insgesamt zu entwickeln. Egal, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, soll man doch neugierig sein, hineinzuschauen, denn die Innenraumgestaltung verspricht viele attraktive Dinge zu sehen.